Was für ein Wetterchen. Da gehen die Regenschirme auf und trotzdem starren alle voller Spannung in dieses Vivarium auf der Suche nach den Einbewohnern, hätte ich fast gesagt. Tja, ich habe schon einen entdeckt, nämlich da. Da haben wir eine unserer Spinnen, die echte Achatschnecke, Spinnen. Ein unserer Schnecken, Entschuldigung, die echte Achatschnecke. Zwei Stück dürften hier drin sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und tja, was soll ich sagen, ne? Den geht soweit ganz gut. Zwei Männchen. Ja, wird trotzdem passen, ne? Wir sind immer noch in Madagaskar und sind dabei, hier in Planet Zoo, also herzlich willkommen zu Planet Zoo, dabei die Aufgabe zu lösen. Nämlich den Zoo hier, die Auffangstation mit 12 Spezies, Tierarten auszustatten. Und ja, da haben wir hier ein wunderschönes Areal, wo wir noch ein Gehege bauen können und das wollen wir auch tun. Allerdings ist es derzeit so, dass der Markt ein wenig leer gefegt ist. Ich habe aber herausgefunden, zumindest gerade bei den anderen Tieren, dass es hier eine Seite 2 gibt. Also hier scheint das nicht der Fall zu sein, aber hier gucken wir auch nochmal rein, ob da was Neues ist. Nein, da ist leider nichts Neues mit dabei. Tja, und hier müssen wir nochmal jede Tierart auswählen, bestätigen und dann können wir nämlich hier auch zu den anderen Seiten weitergehen und wollen eine neue Affenart oder Spezies hier mit reinbringen, die zumindest in Afrika beheimatet ist. Und die hier haben wir alle schon. Die, die wir noch nicht haben, sind diese hier. Westlicher Schimpanse. Ah, da müssen wir auch gleich loslegen. Ne? Wir haben nur noch 2 Minuten Zeit. Sogar nur noch hier. Wow, bis die Auktion vorbei ist. Ja, komm, wir machen das jetzt einfach so. Aufnehmen, aufnehmen, aufnehmen und aufnehmen. Das war jetzt teuer, das hat uns eine ganze Menge von unseren Arterhaltungspunkten gekostet. Aber dafür haben wir die zumindest. Gucken wir mal, hier sind sie, die Damen und Herren. Viel zu viele Herren, viel zu wenige Damen offensichtlich. Und jetzt haben wir 5 Nachrichten. Wow. Haben wir keinen Tierarzt? Bei den Mandrills müssen wir mal vorbeischicken. Forschung, Veterinärforschung. Ja, gucken wir da doch mal hin. Tierarzt, jedes Jahr. Alle 6 Monate, würde ich sagen. Ja, das haben wir auch noch nicht gelernt hier im Rahmen des Tutorials, was wie gut ist. Was zur Hölle? Pluspferd. Tierarzt angefordert. Ich sehe es überhaupt nicht, das Gehege. Ach, da ist es. Jo. Also er ist angefordert, wird also dementsprechend auch gleich kommen. Das, was wir eben noch machen können, ist, um hier mehr Spielspaß und Spannung reinzubringen, natürlich einmal kurz bei den Mitarbeitern zu sagen, komm, wir kümmern uns drum. Das heißt, wir stellen noch einen weiteren Tierarzt ein und wir stellen vor allem auch nochmal 2 Techniker ein, dass die sich so ein bisschen drum kümmern. Ja, das sollte, denke ich, passen. Gut, und dann wollen wir natürlich hier hinten zu diesem wunderbaren Areal noch hin. Ich denke mal, eigentlich können wir das hier ja mit benutzen. Ist die Frage, ob ich das hinkriege mit dem Mitbenutzen. Das ist tatsächlich eher die Frage. Ja, und dann lasst uns doch jetzt mal ein Gehege bauen. Natürlich müssen wir dazu... Oh Gott, das habe ich schon wieder vergessen. Barrieren, ja richtig. Müssen wir dazu natürlich erstmal arbeiten. Schienenschleuse, wow, was es alles gibt. Nee, einen Punkt möchte ich vorher noch machen, bevor wir uns jetzt darum kümmern. Forschung, da ist nämlich was passiert. Glückwunsch, du hast 2 Forschungsstufen für diese Art freigeschaltet, die Gila-Krustenechse. Und dann gehen wir jetzt mal ganz kurz hingucken, das machen wir mal fix weg. Und wollen mal schauen, ne? Da ist er gerade nämlich dran, der Herr Davenport. Und ich glaube, weil er nämlich gerade da am Forschen ist, hat er sich nicht mehr um die
Tiergehege gekümmert. So, und jetzt wollen wir, dass natürlich auch der Goliath-Frosch weitere Dinge erforscht bekommt und die echte Achatschnecke natürlich auch. Und jetzt könnten wir einmal ganz kurz, nein, zu unseren Tieren gehen. Und zwar Vivarien. Jetzt möchte ich zu der Gila-Krustenechse springen. Das ist ganz gut, dass das so einfach funktioniert. Und dann können wir nämlich hoffentlich jetzt beim Layout nochmal was erweitern. Da, guck, eine hohe Sonnenlampe. Und vielleicht da noch eine niedrige Sonnenlampe. Und dann wird das hier drin schon besser. Wir sehen das, von 60 auf 87% hochgegangen. Und das freut die Krustenechse. Ja, aber das ist ja nicht unser Hauptziel der heutigen Folge, sondern heute wollen wir uns jetzt einmal um das Gehege kümmern. Was wir jetzt hier bauen wollen. So, und da fangen wir am besten mit Barrieren an. Nein, wir gucken nochmal rein. Gucken nochmal rein in den Tierhandel. Ne? Unsere westlichen Schimpansen sind bereits hier. Und jetzt gucken wir nochmal ganz kurz bei Super rein, wenn es denn auch hier das Ganze geben würde. Nein, gibt es leider noch nicht, gibt es leider noch nicht. Supedia, wo finde ich dich denn sonst? Zoo, vielleicht hier unter... Gehege, Quarantäne, Essen. Ja, alles schön und gut, aber wo finde ich Supedia? Vielleicht hier oben, da. So, westlicher Schimpanse. Und da wollte ich jetzt mal reingucken. Also, der braucht 780 Quadratmeter. Kletteranforderung mindestens 80 Quadratmeter. Wasser braucht er eigentlich gar nicht. Tiefenanforderung für Wasser auch nicht. Ne? Da kann man dann irgendwann mal überlegen, ob man hier so einen Wassergraben machen möchte oder nicht. Habe ich nämlich neulich auch erst wieder gelesen. Ich glaube, in München war es gewesen, wo ein Affe leider verstorben ist. Aufgrund dessen, dass Besucher gefüttert haben oder füttern wollten und dann in den Wassergraben Futter geworfen haben und der Affe da reingegangen ist und ja, die können ein bisschen schwimmen, aber halt auch nicht wirklich. Wie bei Menschen müssen die auch lernen, richtig zu schwimmen. Und der konnte das offensichtlich noch nicht und ist da leider ertrunken. Ja, deswegen nicht füttern in solchen Zoos. Tja, also gucken wir nochmal. Da, Kletterschutz. 3 Grad und über 5 Meter Höhe. Das kriegen wir doch wohl hin. So, Barrieren. Fangen wir mal mit Toren an. Wir wissen ja jetzt, dass die... dass wir ein bisschen Platz lassen müssen für unsere Mitarbeiter und dass die da auch noch ein Gebäude brauchen, in dem sie dann arbeiten können, das Futter vorbereiten können und so weiter und so weiter. So, und wir brauchen hier Eingang. Das hätte ich ganz gerne. Nee, Schienenschleuse brauche ich nicht. Hölzerne Schienenschleuse brauche ich auch nicht. Glas, Glaseingang. Kleiner Metallgehegeeingang. Kleiner hölzerner Gehegeeingang. Geht da was zur... Achso, das ist aber jetzt nicht für Pfleger, ne? So. Andere wäre sehr klein. Da kommt ja kein Pfleger durch. Das ist dann tatsächlich für unsere... unsere Affen oder Tiere in dem Moment. Wow. Das ist der Zaun. Ich dachte gerade, was zur Hölle. Na komm, wir bauen mal den Eingang hier vorne ungefähr hin. Haben wir. So, und jetzt wollen wir das hier weiter bauen. Gucke ich gerade mal. Dickes Glas oder Holzstämme. Und zwar... Achso, das können wir nachher noch ändern, ne? Das können wir, glaube ich, nachher alles noch ändern. Ist das denn jetzt aus Glas oder... Jetzt muss ich mal gucken. Ja, ist aus Glas. Nee, das wollen wir nicht. Warum nimmt er denn ins Glas? Dickes Glas, Holzstämme hätte ich gerne. Hallo, Holzstämme, ja. Wow. Das ist nie ganz so einfach, habe ich das Gefühl, hier ein Gehege zu bauen, so wie man sich das wünscht,
oder vorstellt, oder so wie ich mir das wünsche oder vorstelle. Ja, das kann man noch anpassen, das ist auch in Ordnung. Also im Grunde genommen kann man jetzt erstmal nur grob das Gehege abstecken. Ich weiß auch nicht, wie viele ungefähr diese 600 noch was Quadratmeter sind. Aber ich stelle mir vor, dass wir jetzt hier einfach erstmal in diese Richtung weiterarbeiten. Und dann hier ungefähr sind. Great. Barriere bearbeiten. Alles auswählen. Ich glaube, die Höhe war über... Was hatten wir jetzt gesagt vorhin? Machen wir erstmal 6 Meter. So, und jetzt gucke ich da nochmal ganz fix rein. Tja, ich werde älter, echt. Ne, was stand denn jetzt hier gerade? Tieraufbewahrung. Ne, Zoopedia, da. Höhe. Höhe waren über 5 Meter. Das kriegen wir hin bei 3 Grad. Was auch immer das heißt. So, geh weg. Barriere bearbeiten. Natürlich möchten wir jetzt gerade oder gewölbt. Gewölbte Abschnitte. Gucken wir mal hier. Ja, okay. Das hat er jetzt... Dann nimmt er das als Ganzes sozusagen. Da müssen wir noch mal reingucken. Sieht man denn jetzt hier eigentlich schon, wie groß dieses Gehege ist? Höhenausrichtung. Nee, machen wir mal weg. So, einmal das ganze Ding auswählen, bitte. So, und jetzt wollen wir genau irgendwo da den Kletterschutz anbringen. Den brauchen wir wahrscheinlich rechts. Ist er drin? Ja, Kletterschutz ist drin. Barriere oben gewölbt. Kann man erstmal weglassen. Also, ich denke, 3 Grad könnte passen. Dann nehmen wir das erstmal so. Und auch hier kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir, wenn wir schon hier sind und das Ganze bearbeiten, ja, komm. Zack, zack, zack. Dass wir hier Glas draus machen. Warum sehe ich jetzt das Glas nicht mehr? Oben flach, Höhenmodus. Da, Glas. Zack. Dann machen wir ein bisschen Glas draus. Das sieht doch sehr gut aus. Und das machen wir doch dann hier vorne auch. Na komm. Ich weiß auch nicht, ob da Einwegspiegel jetzt gefordert sind oder ob die sagen, ja, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Nicht die Bohne. Kann man das auch eigentlich ziehen? Nee, kann man nicht. Die sind natürlich ein bisschen teurer, wie wir gelernt haben, aber gut, so kann man reingucken und nicht mehr rausgucken. Das passt. Also, ich bin damit zufrieden. Hier können wir auch nochmal reingucken. Könnte man zum Beispiel so machen. Dann haben wir da ein paar Spiegel und hier können wir den Weg ja natürlich noch weiter lang führen. Wege dürfte noch ausgewählt sein. Prima. So, dann kommen da noch ein paar Spendenboxen hin. Na, ihr seht, ich denke natürlich gleich ans Geld. Gästeeinrichtungen. Spendenbox. Und da hinten wollen wir gleich natürlich auch noch einen Weg lang führen. Brauchen aber jetzt natürlich noch mehr als das. Ne? Also, jetzt
müssen wir sehen, dass wir hier vorne irgendwo in dem Bereich die Pflegestation hinbauen, Mitarbeitereinrichtungen. Nee, nicht Forschung, sondern Tierpflegerhütte. Da ist sie. Ja, afrikanische Tierpflegerhütte. Das sieht doch ganz gut aus. Ich finde tatsächlich, die kann sich sehen lassen. Soll natürlich da nicht mittendrin stehen, aber ich finde, die kann sich sehen lassen. Achso, da ist der Eingang. Da können wir auch so machen. Warte, jetzt muss ich hier nochmal gucken. Nicht, dass die gleich irgendwo im Nirgendwo verschwindet. Ja, das habe ich nicht befürchtet. Dann machen wir es doch so. Komm. Ja. Ist nicht ganz so einfach. Ich glaube, das ist auch zum Schluss eine reine Übungssache, wie man das Ding am besten hinkriegt. So. Ah, die Terrainbearbeitung. Terrain. So, vielleicht hier. So, da. Na, endlich. Gut, auch da müssen wir einen Weg finden, und zwar einen Mitarbeiterweg. Ich glaube, das ist egal, ne? Nehmen wir mal so. Ist für mich der Mitarbeiterweg. Das passt. Ist das ja auch Mitarbeiterweg? Ja, doch, tatsächlich. Es ist ein Mitarbeiterweg, der darunter führt. Länge. Komm, machen wir hier so. Ja, das ist in Ordnung. Gut, dann nehmen wir jetzt wieder einen normalen Weg und führen den hier auch nochmal lang. Nämlich hier so dran vorbei. Und theoretisch kann man doch jetzt das Ding auch ein bisschen in die Höhe ziehen, oder? Aber es tut auch nicht Not. Können wir auch so lassen. Wichtig sind die Spendenboxen. Wichtig sind schon mal die Spendenboxen. Great. So, dann wollen wir diese Burschen hier auch schon mal reinlassen. Tierhandel, Tieraufbewahrung. Wir wählen alle aus an den Zoo senden. Ja, eins habe ich nämlich noch vergessen. Strom. Versand geplant. Das ist in Ordnung. Da ist er mit drin. Und jetzt brauchen wir noch unter Einrichtung, dürfte das sein wahrscheinlich. Na, jetzt kommt nämlich der Punkt, erinnern wir uns richtig an das, was wir brauchen? Da, Betriebsmittel. Solarmodul, Transformator, Wasseraufbereitung, Windkraftanlage. Ja, hier ist der Transformator. Hier kommt er hin. Ja, irgendwo hier so. Great. Müssen wir den auch anschließen? Ich weiß es nicht mehr. Musste da auch einen Weg hinführen? Ich glaube schon. So, haben wir. Ja, nicht schön, aber darum geht es jetzt gerade auch nicht, sondern es geht darum, hier die Burschen an Land zu ziehen und an Land zu bringen. Und ich befürchte, dass wir hier natürlich noch ein Kletterinstrument mit reinbringen müssen. Ich lasse das jetzt mal ganz kurz ein bisschen schneller laufen. So, dass unsere Tierpfleger auch gleich ankommen und sagen können, jo, da bringen wir sie mal rein. Achso, muss ich das jetzt hier eigentlich noch zuordnen? Halt, stopp.
Mann, du warst aber fleißig. Klasse. Da sind sie. Jetzt, da du all die neuen Arten aufgenommen hast, müssen wir dafür sorgen, dass sich die Tiere auch wohlfühlen. Dazu sollten wir das durchschnittliche Wohlbefinden im Zoo also schön in die Höhe treiben, ja? Und mit wir meine ich natürlich dich. Los, los. Los, los. Ja, das ist die nächste Aufgabe, meine Lieben. Aber die nächste Aufgabe werden wir auch in der nächsten Folge bearbeiten. In 20 Minuten sind schon wieder rum. Und während unsere Schimpansen eingezogen sind und noch nicht genau wissen, wo sie sind, drücke ich auf die Pause-Taste und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ihr drückt derweilen auf den Like-Button, wenn es euch gefallen hat. Natürlich auf den Subscribe-Button, falls ihr noch kein Abo habt. Und sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye.